Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Two Point Hospital. Hier spricht wieder euer unwiderstehlicher Glamour. Na, meine Damen, wie geht's euch allen? Meine Herren, natürlich. Also, wo ist unsere Fortbildung? Ich muss nochmal drei Hausmeister updaten. Dann sind wir nämlich fertig mit Hausmeister. Ja, guck mal. Das finde ich doch sehr geil. Zack. Ding, ding, ding. Ding, ding, ding. Dum, 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 dum. Ich liebe das. So, also ich habe mir am Wochenende, weil es passt zu Two Point Hospital in meinen Augen, ein bisschen Zoo Planet angeguckt, ne? Also bei anderen Leuten. Und ich muss ganz ehrlich sagen, es ist schon gut, ne? Also jetzt ohne Scheiß. Es ist richtig, richtig gut. Die Bugs sind natürlich da, aber Bugs sind Bugs und ist schon okay. Aber ich find's gut. Ich kann es nur immer wieder sagen, ich find's wirklich gut. So, das hier war so unser Hauptproblem und irgendwie löst es sich nicht auf, ne? Also ich werde das jetzt mal, wir lassen es jetzt mal schnell laufen bis zum 15. Mal gucken, ob es weniger wird, sonst muss ich mir hier was einfallen lassen. Bam, 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 bam. Nein. Also es bringt uns gar nichts. Nichts. Aber ich kriege hier keine größere Aufnahme rein. Ich muss mir aber was einfallen lassen. Und das ist jetzt mal kein Scheiß. Wir müssen uns was einfallen lassen. Dass ich eine Seite zumache. Wir gucken mal. Da ist der Eingang. Machen wir das. So. Dann beobachten wir das jetzt mal. Den Müll, den Sie auf unserem Boden verteilt haben. Wo gehst du hin? Stopp, mein Freund. Wo gehst du hin? Dios. Hier haben zwei Leute gesessen. Jetzt sind die weg, oder was? Wo gehst du hin? Arbeitet in der Aufnahme. Ja, das ist okay. Dann haben wir schon mal drei. Ja, das liegt halt einfach an diesem Prinzip, ne? So, dann haben wir schon mal drei. Ja, und mehr wie drei Aufnahmen habe ich hier gar nicht. Das ist ja auch scheiße. Weil das nicht funktioniert da. Aber wenn ich jetzt da den einen Akt... den zum Beispiel dahin mache. Ah. Ja. Warum? Hä? Das ist doch so unrealistisch wie... den Stuhl. Nein, dann klappt das nicht, weil er dann... Hm.
mein Tisch dadurch jetzt mehr. Das ist natürlich unfassbar viel, ne? Also, wow. Aber anders geht's nicht. Und wenn ich jetzt die Bank hier wegnehmen würde, doch, dann geht's. Alles klar, machen wir. So. Erdbebenwarnung. Das Personal wird gebeten, erst Patienten und anschließend sich selbst zu sichern. Das könnte jetzt funktionieren, so. Also ich denke, dass das so funktionieren könnte. Im Krankenhaus ist ein Feuer ausgebrochen, falls es Sie interessiert. Okay, wir haben ein Feuer. Na klar, interessiert mich das so, Ochse. Ah, hat er schon gelöscht. 100%ige Arbeit, mein Freund. So, jetzt müssen wir einmal gucken. Personal. Der. Assistenten. Der macht Pause. Und der macht auch Pause. Also. Ich bin der ehrlichen Meinung, ich sollte noch. Alter, dieses. Ja, okay, jetzt haben wir hier alle. Jetzt sollten wir auf jeden Fall die Masse wegbearbeitet bekommen. Dieses Ruckeln geht mir wirklich ganz derbe auf den Sack. Sorry, aber ist gerade wirklich so. Ich hoffe jetzt einfach, dass wir dadurch, dass wir ja jetzt hier mehr haben, einfach die Sachen wegbekommen. Wir erhalten gerade alarmierende Berichte über ein Erdbeben, das große Schäden an einem örtlichen Krankenhaus angerichtet hat. Ich hoffe, keiner von euch hat sich was gebrochen. Aber wenn doch, seid ihr wenigstens gleich am richtigen. Ja, jetzt sterben halt viele, ne? Einfach dadurch, dass wir bei der Aufnahme Riesenprobleme hatten. Das kann man wirklich so sagen, ne? Und ich das dann auch einfach extrem in die Länge gezogen habe, ne? Aber ja, wo ist denn jetzt meine Fortbildung da? Das ist jetzt gleich fertig. Und der Lehrgang ist beendet. Ja, sollte ich das jetzt wirklich machen, ey, boah, dann. Mal gucken, wer das denn so haben möchte. Nee, ja. Ja. Auch okay. Finde ich auch okay. Und Frieda macht es. Entschuldigung. Na, hier ist so ein bisschen die Katastrophe gerade. Aber gut. Hör mal stehen. Was ist mit dir? Chirurgie. 6 Leute. Eieiei. Haben wir jetzt hier so langsam die Warteschlange weg? Das Jahr ist fast vorüber. Wie kann ich da gar kein Fragezeichen sehen? Aber gut. Dann haben wir das auch. Alles öffnen. Ja, gut. Werbung und so einen ganzen Kram machen wir ja nicht. Befördern. 1 von 1 haben wir geschafft. Sehr schön. So, jetzt müssen wir nur noch eine Heilungsrate von 90% schaffen. Ja, nehmen wir an. Patienten treffen jetzt in der Psychiatrie ein. Und dann könnte das eigentlich alles ganz gut funktionieren. Gerade ein paar Ärzte und so in der Fortbildung.
Hier sieht es auch ziemlich gut aus, meiner Meinung. Hier haben wir ja einen Pausenraum und eine Toilette hingebaut. Also ich hoffe jetzt einfach mal, dass so ein bisschen der Hausmeister hier mal ein bisschen in die Gänge kommt. Weil wir brauchen nur noch die 90% Heilrate. Dann haben wir unseren dritten Stern. Und dann ist das Krankenhaus fertig. Ich brauche die beiden Räume nicht aufmachen. Es ist Bullshit. Das Spritzenhaus, nee, das ist die Flüssigkeitsanalyse. Ballert hier gerade alles weg. Da brauche ich mehr. Oder ich müsste die umlegen. Haben wir noch irgendwo so eine dämliche Insel? Aber wenn, dann würden die hier. Hier gibt es keinen Weg. Oh, Flüssigkeitsanalyse. Jetzt mal ohne Scheiß, ne? Therapie ist doch meistens die Heilung. Also, gehen wir mal den Raum. Alter, bei uns geht schon wieder Feuerwehr und tatütata und hier tatütata. Und das stellen wir mal gerade dahin. Dich nehmen wir. Der Weg ist einfach zu weit, Leute. Nur zu eurer Info, warum ich das jetzt gerade mache. So, das kann dann da bleiben. Und das hinbekommen. So. Können wir das schon mal weiter laufen lassen? Erdbeben, ne? Macht ruhig alles kaputt. Alles gut. Weil das sollte eigentlich ziemlich schnell gehen. Das sollte jetzt nicht so die große, das große Problem darstellen. Erstmal alle und Gehälter angleichen brauchen wir nicht. Einstellen. Alles klar. Okay. So. Ich muss ja jetzt nur noch updaten, dann haben wir das auch oder haben wir dann darauf auch reagiert, weil die gehen dann von hier zu dieser Diagnose und hoffe, dass das dann einfach besser funktioniert. So, hier in der Aufnahme sieht es eigentlich ziemlich gut aus. Nebenbei einen Schluck. Oh, Entschuldigung, das war laut für euch, ne? Einmal einen Schluck Käffchen. Befördern. Herausfordern, verdienen sie 400.000. Also das Herausfordern von 400.000 ist lächerlich. So, was ist dein Problem? Du bist eh als nächstes dran. Nicht mehr verfolgen hier, bitte. Wie sieht's aus, wenn wir zu wenig Hausmeister hätten? Eines unserer Krankenhäuser wurde nach einem Froschregen geradezu von Amphibien überschwemmt. Geh zur Pause. Wie sahen die Froschwolken wohl aus? Denk darüber nach, während der nächste Song spielt.
kann ich nichts dagegen tun. Können wir einfach laufen. Sage wieder vielen Dank fürs Einschalten. Bis morgen. Tschüss.